komme ich zum nächsten Vortrag. Ich freue mich sehr, Professor Viola Vogel begrüßen zu dürfen. Sie ist von der ETH Zürich und hat hier in München viele Funktionen, vor allem im Hochschulrat der LM München. Und wir sind insbesondere beim Cluster Nanosystems in Munich, auch im wissenschaftlichen Beirat, wo sie vorsaß und vorsitzt, sehr geholfen, uns gezeigt, wo die Reise hingehen kann, hingehen soll. Das war sehr instruierend und sehr hilfreich, dafür danke ich mich ganz herzlich. Und sie hat einen Lehrstuhl für Gesundheitswissenschaften und Gesundheitstechnologie an der ETH Zürich. Sie hat ein Labor für angewandte Mechanobiologie. Manchmal ist es schwierig, das ins Deutsche zu übersetzen. Und sie ist, hat Physik studiert in Frankfurt und ist danach ans Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, interdisziplinärer geht es nicht, gegangen, um ihre Doktorarbeit zu machen. Und daraufhin gab es eine Postdoc-Phase in Berkeley, in Kalifornien. Und die ist dann danach Faculty-Member geworden am Department of Bioengineering an der Universität Washington, Seattle. Und hat dort ein Molecular Bioengineering-Programm angefangen. Sie war auch Gründungsdirektorin eines Nanotechnologie-Centers in Washington und ist dann in die Schweiz an die ETH Zürich berufen worden und hat dort das neue Department für eben Gesundheitswissenschaft und Technologie mitbegründet. Ja, sie beschäftigt sich mit mechanischen Kräften an einzelnen Molekülen, an Zellen, wie Proteine dort eine Rolle spielen. Und im weitesten Sinne nennt sie das Mechanobiologie, worüber wir hören werden. Sie ist ausgezeichnet in einer Reihe von Preisen. Sie hat die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft, den Julius-Springer-Preis für angewandte Physik, ein IRC-Planck-Plan, der International Solvay Chair in Chemistry und ist Mitglied in vielen, vielen Panels. Alle möchten ihren Rat. Panel Member representing the European Research Council at the World Economic Forum in Davos, Member of the World Economic Forum Global Agenda Council in Nanotechnology und viele andere. Und heute freuen wir uns, dass du da bist und uns einen spannenden Vortrag hältst zu deiner Forschung. Danke. Allen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Tag und diesem wunderschönen Ereignis. Denn neue Infrastruktur ermöglicht neue Forschung, neue Infrastruktur ermöglicht neue Horizonte zu eröffnen. Und die Eröffnungsfeier sollte man auch nutzen, um mal zu fragen, was braucht es eigentlich? Was muss alles zusammenkommen, damit sich eine Hochschulleitung und ein Staat Bayern entschließt, so viel Geld in Forschungs- und in ein Forschungsgebäude zu stecken. Und ich möchte mal einfach meine Perspektive, die eine Outsider-Perspektive war, so ganz kurz zusammenfassen. Denn ich glaube, gerade für die jungen Leute hier in der Halle, dass es toll wäre, diesen Spirit über die nächsten Jahrzehnte auch weiterzuführen. Also ich habe, wie gesagt, damals vor 30 Jahren in Göttingen promoviert, am Max-Planck-Institut. Und was ist mir zuerst in München aufgefallen? Was mir zuerst auffiel, war Erich Sackmann, der hier in München die Biophysik stark gemacht hat. Und zwar die Biophysik in die Physik integriert. Und ich dachte, das wäre selbstverständlich. Und ich habe eigentlich erst in den USA gemerkt und dann beim Zurückkehren andere Institutionen, dass das eigentlich die große Ausnahme war, Biophysik in der Physik anzusiedeln. Ja, und dann gab es in der Physik hier an der LMU einen großen Umbruch und Jörg Kotthaus wurde Professor hier und hat diese Restrukturierung in der Physik sehr mitgeprägt. Und unter anderem damals Hermann Gaub von der TU München an die LMU berufen.
und damit auch die Biophysik an der LMU stark gemacht. Und jetzt kommt eigentlich das Allerwichtigste. Eine Person alleine kann sowas, was man heute in München sieht, nicht erreichen. Sondern durch enge Zusammenarbeit, durch enge Freundschaften wurde das Center für Nanoscience 1998 gegründet. Und Sie sehen eigentlich schon auch an der Liste der Topics, dass es nicht nur um Lichtumwandlung, nicht nur Biophysik, sondern all diese Themen wurden integriert, adressiert und es wurde gemeinsam gefragt, wie die Zukunft zu gestalten ist. Und daraus ist dann die Exzellenzinitiative. Das heißt, es hat eigentlich dieses Zusammenspiel von Professoren gebraucht, um die Nanotechnologie in München zu etablieren, aber auch dann weltweit sichtbar zu machen, um dann zur gegebenen Zeit auch ein gewinnendes Proposal in der Exzellenzinitiative einreichen zu können. Und wiederum waren diese gleichen Gebiete Fokus. Und es ist toll zu sehen, nachdem jetzt diese Exzellenzinitiative zum Ende kam, dass das Wissen, was kreiert wurde, wieder fundamental zu zumindest zwei bis drei der neuen Exzellenzcluster beigetragen hat. Also von daher mein Aufruf, gemeinsam die Zukunft gestalten, sehr, sehr stark zu schauen, was geschieht in den Randgebieten. Sehr, sehr viel von dem Wissen wurde transferiert, nicht nur im Hörsaal, sondern dann auch auf wunderschönen Retreats, zu denen immer interne und externe eingeladen wurden. Und ich möchte damit die gleichen Worte benutzen, die du schon am Jochen, in jedem Anfang wohnt ein Zauber. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, diesen Spirit jetzt auch in diesem neuen Gebäude weiter zu leben. Wir haben über verschiedene Technologien werden hier angesiedelt werden. Und was für mich so als Biophysikerin interessant ist, das Leben hat sich unter Wasser entwickelt, evolviert und unsere industrielle Revolution hat über Wasser stattgefunden. Für uns ist Wasser das Lösungsmittel und für alle industriellen Produkte, die versuchen wir äußerst sorgfältig von Wasser zu schützen. Und zusätzlich, was wichtig ist, wenn man den Strom ausschaltet, geht nichts mehr. Das Gleiche gilt fürs Leben. Das Leben geschieht fernab vom Gleichgewicht. Und dennoch ist das ganze Wissen der heutigen Biologie und Medizin auf Gleichgewichtsproteinstrukturen basierend. Das ist für mich total erstaunlich. Und hier in München durch Arbeiten von Hermann Gaub und dann vielen, vielen Nachfolgern wurden die ersten wichtigen Arbeiten dazu durchgeführt, was eigentlich passiert, wenn man Proteine streckt. Und in meinem Vortrag möchte ich gerne erläutern, was wir in einigen Bereichen jetzt wissen, wie Proteine als mechanochemische Schalter genutzt werden in der Natur und wie man das Wissen eventuell medizinisch nutzen kann. Dies hier auf der linken Seite waren die erste Veröffentlichung von Hermann Gaub. Dass Proteine, wenn man sie streckt, Eigenschaften haben, die sich von Polymeren fundamental unterscheiden. Proteine haben Sekundärstruktur, was Polymere nicht mit sich bringen. Und am gleichen Tag, weiß ich, habe ich mit Klaus Schulten telefoniert, mit dem wir nämlich gerade eine Zusammenarbeit angefangen hatten. Und wir haben die Arbeiten diskutiert und gefragt, könnte man sowas simulieren? Wir wollten ursprünglich an einem anderen Protein zusammenarbeiten, Fibronektin. Diese Arbeiten wurden an Titan durchgeführt. Und wir wollten fragen, nicht nur können wir ein Protein entfalten, sondern auch, was passiert strukturell mit dem Protein, während es entfaltet wird. Der Grund, weshalb wir weiterhin heute im Wesentlichen
die Medizin, Pharmaindustrie, Biotechnologie und Systembiologie auf Gleichgewichtsstrukturen unser Wissen basieren, ist, dass alle Zwischenzustände sehr, sehr kurzlebig sind in Lösung. Allerdings, wenn man diese Zwischenzustände mechanisch stabilisiert, was die Natur macht, dann sind sie natürlich stabil genug, als dass sie auch und deren Strukturen genutzt werden können. Dies hier ist die allererste State Molecular Dynamics Simulation von den gleichen Domänen, die hier mit dem AFM entfaltet wurden. Und Klaus Schulten ist ein Molecular Modeler, der leider vor 2 Jahren verstorben ist. Und damals waren die NMA-Strukturen bekannt. Wir haben sie in ein Tröpfchen mit Wasser eingebettet und dann daran gezogen. Und die erst ganz wichtige Erkenntnis war, dass das thermische Gleichgewicht von Proteinen gegeben ist über die Zahl der hydrophoben Seitenketten, die im Protein sich aufhalten. Wenn man allerdings dann ein Protein mechanisch streckt, wird die mechanische Stabilität gegeben durch Wasserstoffbrückenbindung an ganz entscheidenden Stellen, die mechanisch erstmal zerrissen werden müssen, damit ein Protein entfaltet werden kann. Das heißt, wir wollen gerne Proteine verstehen, Bonding Beyond Biochemistry. Was ist das mechanische Design von Proteinen? Und die Beispiele, die ich heute bringen möchte, stammen von Bakterien. Wir haben von Bakterien, Bakterien sind lebende Mikroroboter. Wir haben über die letzten Jahrzehnte so viel gelernt von Bakterien. Wir haben Bakterien als Protein, zur Proteinfabrikation eingesetzt. Bakterien können schwimmen mit Flagellen. Wir haben unheimlich viel über die molekularen Motoren gelernt der Nanotechnologie. Und dann haben wir Bakterien sehr, sehr viele verschiedenartigste Haare auf ihren Oberflächen, mit denen sie sich an Objekten festklammern können. Und Bakterien haben von daher verschiedenste Nanoschalter, die auch von ihnen aktiv genutzt werden, entwickelt. Catchbonds, das sind Bindungen, die stärker halten, wenn man sie mechanisch aktiviert. Oder diese multivalenten Bindungen, die zerstört werden, wenn man die Proteine streckt. Und ich möchte Ihnen gerne 2 von unseren Systemen, die wir entdeckt haben, darüber heute berichten. Hermann Gaubs Gruppe hat ein wunderschönes 3. System, auch auf Catchbonds basierend entwickelt. Auch in diesem System wird die Bindung stärker, wenn man an ihr zieht. Das ist völlig counterintuitiv. Also, wir haben wir Catchbonds entdeckt. E. coli-Bakterien haben lange Haare. Und an der Spitze eines jeden Haares ist ein kleiner Schalter. Und der kleine Schalter wirkt so wie diese Fingertraps, die man hier sieht. Wenn man Liganden reinschiebt und sehr schnell rauszieht, schließt sich die Bindungsstelle und das Bakterium kann sich nicht von der Oberfläche mehr trennen. Wir haben dieses Phänomen zuallererst entdeckt, dadurch, dass die Bakterien auf einer Oberfläche langrollen unter leichter Strömung, aber dann unter starker Strömung sich anklammern. Wir spülen unsere Hände, um unsere Hände von Bakterien zu reinigen. Es gibt Adhäsionsmoleküle an Oberflächen von Bakterien, die sich besser anklammern, wenn man sie versucht abzuspülen. Diese Bindungen werden heute Catchbonds genannt. Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt, um diese Catchbonds zu untersuchen und auch strukturell zu charakterisieren. Aber wir haben immer gedacht, dass diese Catchbonds entwickelt wurden, damit Zellen oder Bakterien sich an Oberflächen anhaften können unter Strömung. Und auf die Art und Weise auch diese ganzen Nischen, zum Beispiel in Harnwegsinfektionen, diese ganzen Nischoberflächen besiedeln können. Da braucht man Bindungen, die zugreifen, wenn man an ihn zieht. Zum Beispiel hier in Harnwegsinfektionen. Und dann haben wir angefangen, weiter nachzuschauen. Okay,
Bakterien können sich besser anhaften, aber wie kann unser Körper sich vor bakteriellen Infektionen schützen? Und unsere Zellen, die mit dieser Aufgabe beauftragt sind, sind Makrophagen. Und hier sehen Sie einen wunderschönen Makrophagen auf einer Oberfläche, der gerade versucht, sich an ein E. coli-Bakterium anzunähern, es zu betasten und dann natürlich unter idealen Bedingungen aufzunehmen und zu fressen. Und durch die Untersuchung dann von Makrophagen im Zusammenspiel mit Bakterien haben wir plötzlich gemerkt, dass diese Catchbonds auch von Makrophagen benutzt werden, aber zum Schaden von Bakterien. Und hier sehen Sie so ein typisches Szenario, wenn eine Oberfläche infiziert ist. Sie sehen Bakterien auf der Oberfläche, Sie sehen einen hochaktivierten Makrophage, der versucht, so viele Bakterien wie möglich in einer gegebenen Zeiteinheit aufzuspüren und zu fressen. Sie sehen, der Makrophage ist aktiv, aber nach gewisser Zeit ist die Oberfläche mit mehr Bakterien gefüllt als am Anfang. Das heißt, ob Sie eine Infektion überleben oder nicht, hängt nicht nur davon ab, ob der Makrophag all die richtigen Bindungen eingeht. Es hängt davon ab, ob die Raten, mit denen Makrophagen fressen können, und die Rate, mit der Bakterien sich teilen können, ob die zugunsten des Makrophagen oder zugunsten des Bakteriums ausfallen. Bakterium, hier typische E. coli, vermehrt sich alle, verdoppelt sich alle 20 Minuten. Das ist auch der Grund, warum Sie, wenn Sie infiziert sind, sehr, sehr schnell handeln müssen. Sie können nicht einfach sagen, oh, mal morgen gucken, 24 Stunden später, wie es mir dann geht. Sie müssen schnell reagieren wegen dieser Raten. Wie funktioniert dieses Fressen? Wir haben uns das sehr genau angeguckt mit optischer Mikroskopie, aber dann auch mit Elektronenmikroskopie. Und zuallererst, der erste Kontakt ist zwischen Makrophagen und einem Bakterium, in dem Makrophagen sticky Finger, so klebrige Finger ausstrecken und gucken, was in ihrer Umgebung ist. Und dann erste Kontakte mit Bakterien herstellen, und zwar typischerweise mit diesen Haaren. Und hier sehen Sie, wie ein Makrophage jetzt so ein Bakterium am Angelhaken hält. Aber jetzt ist ja wichtig, dass das Bakterium auch gefressen wird. Das heißt, der Makrophage versucht, so eine Chemie und so eine Physik zu entwickeln, dass das Bakterium ihm nicht entfleucht. Das heißt, der Makrophage muss festhalten und dann muss er sich auf das Bakterium zuschieben. Und was wir dann gesehen haben, ist, wie der Makrophage nicht nur diesen ersten Kontakt herstellt, aber dieser erste Kontakt ist zu Protein an der Oberfläche von diesen klebrigen Fingern der Makrophagen über ein Protein, das sehr stark glykolysiert ist und ebenfalls wieder von diesen Catchbond-Rezeptoren, die am Ende dieser langen Haare der E. coli-Bakterien sich befinden, erkannt wird. Das heißt, dieser erste Kontakt, weil es nur eine Binding Pocket gibt, ist definiert durch eine Catchbond, die der Makrophage mit dem E. coli formt. Damit hält er fest. Aber diese Bindung ist nicht stark genug, als dass das ganze Bakterium von der Oberfläche abgerissen werden kann. Das heißt, der Makrophage hält fest, bewegt sich langsam auf das Bakterium zu, schiebt sein Lamellipodium unter das Bakterium und hebt das Bakterium wie mit so einer Schaufel auf. Und erst dann kann die Phagozytose einsetzen. Der Prozess, der dann eigentlich in der Biologie intensiv untersucht wurde. Das heißt, wenn wir diese Rate in irgendeiner Form reduzieren oder zum Beispiel Inhibitoren beigeben, die die Catchbond-Binding-Pocket der Rezeptoren blockiert, dann wird die Aufnahmerate massiv reduziert. Und erst wenn das Bakterium dann so richtig schön auf dem Lamellipodium liegt, kann es eingeschlossen werden und gefressen werden. Das sieht dann ungefähr so aus, dass ein Bakterium aufgenommen wird und eingeschlossen wird vom Makrophagen.
Die nächste Frage ist, reicht es eigentlich aus, wenn der Makrophage jetzt ein Bakterium gefressen hat, ist damit das Bakterium getötet? Und wir sehen, das ist wie Noah im Walfischbauch, wird er getötet oder kann er eventuell wieder ausgespuckt werden. Um das zu testen, haben wir Makrophagen genommen, die Bakterien gefressen haben, haben alle Bakterien in der Umgebung abgetötet. Dann haben wir den Makrophagen chemisch zerlegt und mal geguckt, was ausgespuckt wird. Und dann, was immer übrig blieb, haben wir auf diese Agarplates gebracht. Und wir sehen viele Bakterienkolonien, die wieder anfangen, wunderschön zu wachsen. Und dies hier war 3 Tage nach der Aufnahme der Bakterien. Das heißt, selbst nach 3 Tagen, wenn wir uns mit Antibiotika behandeln, können die Makrophagen noch lebende Bakterien in sich tragen und sie wieder ausscheiden. Und dann, wenn wir die Antibiotika, das heißt, das Innere ist ein perfekter Schutzschild, sodass Antibiotika Bakterien nicht erreichen. Und nach 3 Tagen kleine, nur ganz wenige überleben und können wieder ausgeschieden werden. So, das nächste Problem. Wenn Sie dann eine Harnröhreninfektion haben, werden Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit Antibiotika behandelt und hier eins, das im Prinzip ein Abkömmling von Penicillin ist. Und Ziel ist natürlich, dass Sie Antibiotika zu sich nehmen, hohe Konzentrationen könnt ihr herstellen, aber diese Konzentration wird exponentiell abklingen. So, was bekannt ist von Penicillin, Antibiotika, ist, dass sie zuerst Bakterien töten, dann bei geringeren Konzentrationen die Membranbiosynthese noch schädigen, aber ansonsten eine Teilung der Bakterien nicht mehr im Wege stehen. Das heißt, die Bakterien formen lange Filamente. Wir haben uns mal gefragt, was hat es für einen Einfluss, wenn Makrophagen jetzt nicht Einzelbakterien fressen, sondern Filamente fressen müssen? Also so sieht das aus, wenn Sie dann Antibiotika vielleicht nicht mehr in Peak-Konzentrationen in Ihrem Körper haben, eine E. coli-Infektion. In dieser Phase von Intermediate-Antibiotika-Konzentration wachsen diese Filamente. Und hier sehen Sie, was das für einen Einfluss auf einen Makrophagen hat. Ein Makrophage kann jetzt nicht mehr so leicht ein Bakterium aufnehmen. Dieser Kampf zwischen Makrophagen und dem bakteriellen Filament dauert 40 Minuten. Und der Makrophage ignoriert völlig, weil die Kräfte am höchsten sind zu dem Filament, all diese Bakterien in der nahen Umgebung. 40 Minuten. Das heißt, die Rate der Aufnahme insgesamt wird deutlich gesenkt durch diese nicht ideal eingestellten Konzentrationen von Antibiotika. Der einzige Moment, wo ein Makrophage so ein Filament fressen kann, ist, wenn der Makrophage das Ende eines Filamentes dahin kommt und dann das Filament wie so ein Spaghetti aufschlürfen kann. Und das sehen Sie in diesem Video. Das heißt, wir müssen Tools der Nanotechnologie einsetzen, um sehr viel genauer auch das Zwischenspiel zwischen Bakterien und Immunzellen zu untersuchen, damit wir auch bewusster, effektiver mit den wenigen Antibiotika, die wir noch haben, umgehen können. Es ist wichtig zu verstehen, unter welchen Bedingungen auch unsere Immunzellen eventuell die Rate, mit der sie Bakterien aufnehmen, diese Rate reduziert wird. Der nächste Schalter, den ich Ihnen auch noch nahe bringen möchte, ist einer, der eigentlich ganz anders funktioniert, aber auch total raffiniert ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein ganz kleines Bakterium und Sie versuchen, Ihren Host zu finden. Eine perfekte Oberfläche, und auf dieser perfekten Oberfläche gibt es eine ganz, ganz kleine Wunde.
Wenn Sie jetzt als Bakterium an der gesamten Oberfläche sich richtig festklammern, haben Sie keine Chance, die kleine Wunde zu finden. Das heißt, Sie möchten eigentlich einen Klebstoff entwickeln, der die perfekte Oberfläche nicht sieht oder nicht zu der adheriert, aber die kleine Wunde erkennt und an der kleinen Wunde sich festklammern können. Was existiert in der kleinen Wunde? In der kleinen Wunde oder in einer Region im Körper, die entzündet ist, sind Gewebefasern zerschnitten. Und das Zerschneiden relaxiert Gewebefasern, die sonst unter Spannung stehen. Und wir haben entdeckt 2010, dass durch Strecken von Gewebefasern das Anbindungsmotiv zerstört werden kann. Erstmal zur Evolution. Bakterien sind vor ungefähr 1 Milliarde Jahre erschienen. Und der erste Urfisch, der von Bakterien befallen wird und der ähnliche Gewebefasern schon hat wie der Mensch, dieser Urfisch ist 0,5 Milliarden Jahren entstanden. Das heißt, es hat seit 0,5 Milliarden Jahren eine Koevolution von Bakterien und ihren Hosts stattgefunden. Und damit, auch das hat ermöglicht, die Strategien von Adhäsion und allem Weiteren zu optimieren. Dies ist die Simulation, mit der wir das Prinzip entdeckt hatten. Es gab eine NMR-Struktur von einem Komplex, das ist das bakterielle Adhäsionsmolekül an Fibronektin, eins der Moleküle in Gewebefasern. Wir haben damals gedacht, dass dieser Komplex das Entfalten von Fibronektin-Domänen reduzieren würde. Mein Student hat diese Simulation gemacht, Stiert Molecular Dynamics, kam ins Büro und sagt, Simulation hat nicht funktioniert. Und ich fragte, warum? Ja, das Peptid kommt immer ab. Und da haben wir uns zum ersten Mal die Frage gestellt, könnte das einen evolutiven Vorteil gehabt haben, so ein Peptid zu entwickeln. Wir haben dann diese Peptide synthetisiert. Insgesamt haben wir 37 bakterielle Adhäsionsmoleküle gefunden, die alle an die gleiche Stelle anbinden, alle so ein multivalentes Bindungsmotiv haben. Dann haben wir diese Peptide synthetisiert, um das Prinzip zu verstehen. Und wenn Sie die Fasern strecken, können die bakteriellen Adhäsionsmoleküle halt nicht mehr an verschiedene Domänen andocken, sondern nur noch hier zum Beispiel an 2. Und auf die Art und Weise wird deutlich die Adhäsion reduziert. Können wir so eine Beobachtung technisch nutzen? Und die Antwort dazu ist ja. Und die Antwort dazu ist auch sehr spannend. Denn die Nanotechnologie hat uns in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel Werkzeuge gegeben, um die molekulare Biomechanik zu verstehen. Und dann die zelluläre Kraftsensorik zu verstehen, indem viele Nano- und Micro-Pillars-Arrays entwickelt wurden. Auch hier wurden dann viele molekulare Kraftsonden entwickelt. Aber auf der makroskopischen Ebene gibt es eigentlich nur Beobachtung, dass die Mechanik wichtig ist, dass bestimmte Prozesse mechanisch beeinflussbar sind. Aber wie es funktioniert, ist weiterhin nicht bekannt. Das heißt, heute der Stand der Dinge ist, dass die Beobachtung auf molekularer und zellulärer Ebene und hier häufig Einzelzellen durchgeführt, diese Beobachtung einfach auf die makroskopische Ebene übertragen werden. Obwohl wir wissen, dass diese Ebene natürlich dreidimensional mit vielen Fasern, mit vielen Molekülen, mit vielen Zellen viel, viel komplizierter ist als das, was wir in Zellkultur untersuchen können. Was fehlt, ist ein Kraftsensor, der auf Gewebeebene eingesetzt werden kann. Und was fehlt, ist vielleicht ein Kraftsensor oder ein Sensor, der den Streckungsgrad von Fasern in 3 Dimensionen auslesen kann. Und
hier haben wir dann gedacht, dies hier wäre die perfekte nanoskalige Sonde, die wir entwickeln sollten, um in Zellkultur, und da haben wir es validiert, und jetzt auch in Geweben, Faserspannung auslesen zu können. Das heißt, wir haben das bakterielle Peptid von S. aureus genommen, synthetisiert, wie Sie es hier sehen. Das bindet an insgesamt 4 Fibronektin-Domänen an. Durch die Länge des Peptids konnten wir die Affinität von dem Peptid auf in den nanomolaren Bereich erhöhen. Und auf die Art und Weise bindet das Peptid genauso gut wie monoklonale Antikörper an Proteine an. Und hier sehen Sie nochmal diese Struktur. Dieses Peptid können wir jetzt mit Farbstoffen oder mit Radiosonden labeln. Das haben wir gemacht. Und dann zum allerersten Mal jetzt eine Cryosection vom Tumorgewebe angefärbt. Und Sie sehen, wie das Peptid in nur ganz wenigen Bereichen anfärbt. Die anderen Bereiche färben Fibronektin an in grün mit einem monoklonalen, polyklonalen Antikörper angefärbt. Und im Moment versuchen wir zu verstehen, was für Zellen sind in diesen Bereichen, was für Rezeptoren sind aktiviert und wie ist das Zusammenspiel zwischen Faserstreckung und den Zelltypen, die sich in der Nachbarschaft befinden. Hier sehen Sie einen anderen Tumor. In gesunden Gewebe sehen wir im Wesentlichen, dass die Fasern gestreckt sind und nur in erkrankter extrazellulärer Matrix sehen wir, dass Fasern relaxieren, geschnitten werden und vom Peptid entdeckt werden. Und dann haben wir jetzt in Kollaboration mit Kollegen am PSI, dem Paul Scherrer Institut in der Schweiz, das Peptid radioaktiv markiert und in die Vene einer Maus injiziert. Und 4 Tage mit SPECT-CT nach Injektion sehen wir noch, wie das Peptid sich angereichert hat in Tumortissue. Dieses sind 2 subkutane Tumoren, 3 Wochen alt in der Maus. Das heißt, das Peptid ist stabil im Blut und erkennt erkrankte extrazelluläre Matrix. Was können wir von all diesen Sonden lernen? Im Bekämpfen von antibiotischen Resistenzen versuchen wir im Wesentlichen, unsere Technologien einzusetzen, um lebenswichtige Proteine von Bakterien zu hemmen. Was eigentlich kaum untersucht wird, ist, wie diese Substanzen mit unseren Immunzellen interagieren. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz wichtige Aufgabe für uns als Nanotechnologen. Ebenfalls auf dem Gebiet von Krebs und Krebsbekämpfung. Unsere ganze Chemie ist darauf ausgerichtet, Krebszellen zu töten. Aber kranke Matrix bleibt zurück. Wir können diese kranke Matrix aus Tumoren, das wurde von verschiedenen Gruppen gezeigt, isolieren und gesunde Zellen in die kranke Matrix setzen und sie werden zu Tumorzellen. Vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb viele, viele von unseren Ansätzen, die eigentlich nur diese Interaktionen untersucht haben, im lebenden Menschen nicht so erfolgreich waren. Mit diesen Arbeiten hoffen wir natürlich, neue theranostische Anwendungen entwickeln zu können, um erkrankte extrazelluläre Gewebefasern nicht nur zu erkennen, sondern auch vielleicht eines Tages reparieren zu können. Erstmal möchte ich für die Arbeiten meiner Arbeitsgruppe sehr, sehr herzlich danken. Wir sind auch total interdisziplinär und international zusammengesetzt, wie wir das heute Morgen auch schon gehört haben. Dann sind unsere Arbeiten sehr, sehr beeinflusst durch viele Kollaborationen, weil es wichtig ist, so viele Techniken zusammenzufügen wie möglich, um Fortschritte auf diesem Gebiet zu machen. Und dann ganz am Schluss möchte ich gerne vielen, vielen von hier aus München für die wunderschöne gemeinsame Reise durch die Nanotechnologie, die wir in den letzten Jahren gemeinsam erfahren dürfen, zu danken. Und dann euch allen ganz, ganz viel Erfolg in eurem tollen neuen Institut, tollen neuen Gebäude wünschen. Aber mit der Aufforderung, weiterhin immer über den Tellerrand zu schauen,
zu schauen, was andere Leute machen, was andere Leute in anderen Disziplinen unternehmen, um diese Erfahrung zu nutzen, um die großen Challenges, denen wir konfrontiert sind, in der Zukunft auch zu nutzen. Vielen, vielen Dank.